voll reingeflogen. Ah! Oh, die gehen zum Glück noch, die Androiden. Die anderen mit den Plasma-Waffen, die sind absolut fies. Ich werde vor allem im zweiten Teil extrem oft verwendet. Gerade am Anfang, erste Mission schon. Ja, der zweite Teil, der ist extrem schwer. Aber deswegen auch fast doppelt so spaßig. Ha! Längste. Nichts? Nichts? Huh. Okay. Ich wollte jetzt eigentlich nur diese Tür rein. Ha! Ich hab eine Idee. Okay, das ist einfacher als gedacht, aber ich hatte eigentlich eine andere Idee. Ja, wir müssen einfach mit weiterlaufen. Ja. Wie viele Medpacks habe ich denn noch? 7 Stück, na also. Na, na? Sag bloß, da war so ein Scheiß. Ah, egal. Ich gehe einfach mal rüber. Und ich kann da noch nicht rüber. Ich hab auf einen Schalter geschossen. Auf einen versteckten Schalter. Ich bin schockiert. Hammer. Cool. So. Stirb. Finstere Kiste. Des Ungemachs. So. Bieb, bieb, bieb. Gottes Willen, muss ich die jetzt auch noch in die Luft springen. Machen wir jetzt aber auf die Brachiale. Also, so. Das ist ja fies. Wie jetzt doch Alarm? Ach, ich bin doch in dieses dumme Ding da rein. Gerollt. Uiuiui. Ja, es wird eh nix. Ah. Ist gar nicht explodiert diesmal. Jetzt sind sie aus. Oh, Shitstorm. Blaue Keycard. Nee, die habe ich nicht, die habe ich schon verwendet. Hm. Könnte die Tür ja theoretisch aufsprengen. Was ich jetzt auch mache. Tür war rechts. Genau. Ja, super. Ich habe mich mit dem Arsch aufgerissen. Dann deaktiviere ich lieber jetzt den Alarm. Ist zum Glück nicht weit der Alarmknopf. Oh, jetzt stockt's aber echt stark. Ich bin mal gespannt, wie sich das wieder auf die Aufnahme auswirkt. Ich hab Hunger. Ich glaube, ich gehe da zum Burger King. Er ist zum Glück nicht weit von mir. Ja.
direkt auf die Minen schießen. Das ist extrem geil. So. Stirb! Soldat ohne Name. Sterben ihm als erstes. 396. Ja, gut. Nervengaslager. Bin ich jetzt schon soweit? Da, mein Missionsziel. Defekt. Ist es beim Nervengascontainer nicht gut, wenn da defekt draufsteht? Ich würde da nicht arbeiten wollen. Ja, leck mich fett, das ist der Anfang. Das ist der Anfang vom Spiel, von der Mission. Das ist ja cool. Hätte ich den Code gehabt von Anfang an, hätte ich die Mission sofort beenden können. Das ist ja affig. Das könnte ich eigentlich fast mal probieren. Mal mein altes Savegame laden und schauen, ob ich das wirklich machen kann. Hä, was hat er für mich geschossen? War das eine Wache? Ja, tatsächlich. Hä? Ich will da hoch. Ja, komm. Stirb. Ich will mich da nur umschauen. Oh, Stock. Ich glaube, die Nachbesprechung mache ich auch wieder im nächsten Video. Das scheint mir fast das Ende zu sein. Denn sonst wäre das nicht so. Die haben hier nichts zu suchen. Du schaltest den Alarm nicht an. Alarmstufe rot. Alarm eindringlich. Aber es war zum Glück noch nicht das Ende. Will aber. Genau, weil die Kanone sieht mich zum Glück nicht. Und ich habe ja so schön viele Spinnenminen. Ja, verdammt, daneben. Auf ein neues. Ja, jetzt schießt auf mich. Nicht gut. Nicht gut. Oh. Schock, hey. Was für ein netter Computer. Die Tür wurde geöffnet. Ich wünsche einen schönen Tag. Scheiße, stockt es, hey. Echt extrem. Ich habe ein bisschen Angst um die Aufnahme. Ja, wenn es bei euch auch so stockt, dann habe ich kein Problem damit. Ja, das war jetzt wieder so typisch. Ja, ich bin tot. Wisst ihr was? Es läuft echt extrem scheiße. Ich mach die Aufnahme gleich weiter. Bis gleich. Haha! Für euch hat es so ausgesehen, als ob es sofort weiterging. Entschuldigung. Ich wollte dich nicht in Luft auflösen. Ich mach's jetzt lieber mal erstmal so. Weil das ist so ein kleiner Trick, jetzt zieht mich nämlich die Plattform nicht. Ist er schon kaputt? Nein, scheiße. Weg! Ha.
So. Das sollte funktionieren. Ach ja. Ich versau's mal wieder voll. Jetzt ist sie kaputt. Das habe ich gesehen. So, Alarm aus und vorbereiten auf den Vetron. So, ich speichere nochmal. Weil jetzt kommt ja dieser nette Vetron. Ein Schwein, hey. Und irgendwas ist gerade eben aufgegangen. Speichern. Oh. Ich hab's nicht mehr ganz in Erinnerung und es wird auch nicht ganz so schlimm sein, aber... Hallo? Am Ende sind bloß noch... und eine Waffenplattform? Oh, leck mich am Arsch. Krasse Scheiße, hey. Ja, am Ende schaut es so aus, dass bloß noch solche Gegner da sind. Und solche Waffenverhältnisse. So. Da waren jetzt drei Raketengegner. Ziemlich übel. Was? Warte kurz aktiv. Ja, das ist okay. Ich hab irgendwas gedrückt. Ich weiß nicht mehr, was ich gedrückt habe. Okay. Stirb! Ferngelenkter Vetron. Noch eine? Ja, ist recht. Da wäre noch ein Vetron gewesen. Hallo? Geht's denen noch gut? Ich kill's auch den Vetron. So. Ich ein Glück, dass da ein Vetron war. Den ich steuern kann. So, Mission geschafft. Ich glaube, ich muss das Ding da hinlegen, oder? Sieht gut aus. Wir haben große Probleme, Blechmann. Sie sind hinter meinen Hokuspokus gekommen. Jetzt sind die Zugangsleitungen zu fast allen Rückholteleportern zerstört worden. Wenigstens habe ich Ihr Energieschaltsystem davon überzeugt, dass Ihr Einschleusteleporter schon abgeschaltet ist. Aktivierung erfolgt jetzt. Der Colonel hat an unsere Truppen das Rückzugssignal gegeben. Das ist alles, was ich tun kann. Sehen Sie zu, dass Sie ganz schnell verschwinden können. Zaubere aus. Ja, das tue ich jetzt auch. Da ist ein Countdown. Da ist ein Countdown. Da läuft ein Countdown. Das erinnert mich ans Zweier. Und das sind keine schönen Erinnerungen. Ja! Weg! Aber noch alles einsammeln. Weg! So, flieg in die Luft. Sau. Na, brauchst du ein bisschen Feuer? Hm.
bisher. Da hat Reddit nicht viel geholfen, was? Vier Wachen schon. Ich kenne die Solatrons gar nicht mehr. Oh oh. Sie haben den Auftrag gut ausgeführt. Gratuliere, Captain. Zahllose Zivilisten verdanken Ihnen jetzt ihr Leben, mein Freund. Ich hörte, dass es leider bei der Rückholung unerwartete Schwierigkeiten gab. Wir waren nicht in der Lage festzustellen, ob das reiner Zufall war oder die Arbeit unseres Konsortiumspions. Falls das Letzte stimmt, variiert er die Signalcharakteristiken so geschickt, dass er von niemandem entdeckt werden kann. Ich finde, Sie sollten wissen, dass der gefangene Senator Snell letzte Nacht aus unserer Basis fliehen konnte. Wir haben noch nicht herausgefunden, wer ihm bei seiner Flucht behilflich war. Auf jeden Fall hat er, bevor er unsere Gastfreundschaft verschmähte, uns noch darüber unterrichtet, dass das Konsortium eine orbitale Überwachungsplattform in Auftrag gegeben hat. Wir haben noch keine Fakten, die diese Aussage bestätigen, aber wir werden der Sache nachgehen. Maxis aus. Jawohl, Chef. So, Nachrichten. Einige besorgte Zivilisten sagten aus, so etwas Ähnliches wie einen Blitz gesehen zu haben, und zwar nahe der Powell-Militärbasis. Deshalb hat die Regierung eine Stellungnahme veröffentlicht, dass kein Grund zur Besorgnis besteht. Es gibt Berichte von Panikmachern, die behaupten, eine kleine Pilzwolke gesehen zu haben, die von der Basis aufgestiegen sein soll. Es handelt sich dabei um eine reine Erfindung. Unsere Journalisten haben in Erfahrung gebracht, dass die Wolke das Resultat eines Feuerwerks war, das die Basis in Anbetracht ihrer kürzlichen Erfolge, die sie in den Kämpfen gegen den Widerstand erzielte, in die Luft gehen ließ. Aufgrund eines kleinen und unbedeutenden Unfalles kann die Basis für die nächsten 2 Jahre von der Öffentlichkeit nicht besucht werden. Ja, schon klar. Cut over. Ich glaube, ich sollte Ihnen danken, Captain. Ich erlaube Ihnen vielleicht, mich Jojo zu nennen. Seit Ihrem letzten Auftritt darf ich mich wieder als Corporal bezeichnen. Eins ist sicher, ihr Konsortiumvögel wisst, wie man eine Party schmeißt. Das war die gewaltigste Explosion, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich glaube, ich habe sogar Sergeant Brooks lächeln sehen. Aber verraten Sie ja nicht, dass ich das gesagt habe. Wer weiß, vielleicht bin ich sonst ab heute Abend wieder einfacher Soldat. Ja. Ja, ich muss gerade über was lachen, aber wurscht. Ich bin froh, dass Sie es geschafft haben, Lechmann. Glauben Sie mir das bitte. Ich habe keine Ahnung, wer den feindlichen Truppen zugeflüstert hat, dass sie ihre Teleporter vom Netz abschalten sollen. Ich meine, die sind mit ihrem eigenen Nervengas hochgegangen. Die konnten ja nicht raus. Nicht zu fassen. Vielleicht war es ein Befehl von oben oder irgend sowas. Alter Säufer. So. Seien Sie gegrüßt, jawohl. 6000. Kann ich mir was Leckeres kaufen? Ich wollte ja eigentlich noch schon Waffen fallen lassen, ne? Weil ich wollte mir ja dieses schnuckliche Teil hier kaufen. Okay. Nein. Und ich mache jetzt mal was, und zwar, ich werde einmal diese Waffe versuchen, irgendwie loszuwerden. Nein, nein. Ah, okay, so ist das Fadenkreuz aktiv. Die. Ah, ist die Energiezelle, klar. Nee. Backspace? Nein. J war springen, das ist klar. MI-Pack, scheiße. Viva Blast. Gott, ich weiß nicht mehr, wie ich Waffen fallen lasse.
Ich schaue mir das echt bis zum nächsten Mal an. Und bis dahin. Ich nehme mal hier wirklich weiter. Also, macht's gut. Adieu.